Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Und ja, nach dem großartigen Samstag kommt jetzt der Absturz, und zwar 1198. Ja, ich konnte es nicht lesen, ich habe es so schlecht encodiert. Okay, macht nichts. Wir lassen uns in den Abgrund ohne Ende oder endlosen Abgrund hier runterstürzen. Und ja, wie immer gelten so die Grundregeln hier bei erstens Looms ignorieren. Und zweitens halt eben dann, wir können uns alle Zeit lassen, die wir brauchen, und immer schön den Propeller einsetzen. Aber gerade am Anfang hier jetzt so in den ersten 300 Meter kamen mir schon so vor, oder ersten 600 Meter sogar, kamen mir doch sehr gehetzt irgendwie vor. Also ihr merkt auch, wie ich hier durchspringe, das war jetzt auch nicht mein erster Versuch, gebe ich zu. Es war, glaube ich, der dritte insgesamt, aber es kommen sehr, sehr viel gerade solche Quetschkommoden. Und gerade hier nochmal, da wird man durchgetrieben, dann hier Seil ist jetzt auch nicht gerade so eins, hier sich wieder durchtreiben lassen. Also man wird am Anfang sehr, sehr stark angetrieben, und das verwirrt einen dann doch so ein bisschen dann zwischendurch. So, auch hier, da lasse ich mich auch dann ein bisschen durchtreiben, hier werde ich auch wieder zerquetscht. Also jetzt gerade so bis 600 Meter sind wir da doch halt eben sehr, sehr im Stress. Aber macht nichts, wir haben ja schon die Hälfte jetzt fast geschafft. Auch dieses Seil hier ist mir jetzt soweit ein bisschen neu. Also ich habe es bis vorher nicht gesehen in den anderen Versuchen. Also in Versuchen schon natürlich, aber in den anderen Runden war das bisher nicht da. Aber ja, ist kein Problem. Er wird halt auf die Rampe geschickt, kommt dann unten auf dem Ding an und hat dann vielleicht nochmal einen Sprung halt eben entsprechend, um sich halt eben drauf vorzubereiten. So, wir gehen hier auch nochmal schön an dem Windrad vorbei. Der hier zerquetscht uns Gott sei Dank nicht. So, aber jetzt schon kommen die Augen. Da dachte ich eigentlich, okay, mich erwischt's, weil Grundregel bei den Augen ist halt eben immer möglichst hinten im Schweif sein, nicht davor. So, wir haben schon die 750 Meter Pause. Und jetzt müssten dann eigentlich demnächst die Seitenquetscher. Nee, kommt noch nicht. Okay, hier haben wir den Seitensprung. Einmal. Jetzt wieder ganz vorsichtig. Ihr seht auch, nachdem wir am Anfang jetzt wirklich so schnell waren, mache ich jetzt wirklich hier komplett auf Sicherheit. Und lasse mir so viel Zeit, wie es irgendwie geht, um da irgendwie durchzukommen. So, genau, jetzt kommen die Stampfer von oben. Das heißt, hier einmal der erste, wir gehen ganz schnell durch. Nachdem wir mit dem durch fertig sind, kommt schon der nächste, und einmal auch nochmal hier drüber. Und damit haben wir eigentlich auch schon fast die Goldgrenze erreicht. Wir brauchen noch ein bisschen. Hier kommt jetzt das zweite Seil. Ich mache nochmal einen Sicherheitssprung, weil ich nicht weiß, was drunter kommt. Okay. Die Ringe können wir uns auch ganz viel Zeit lassen. Wir benutzen den Propeller, machen nicht einen direkten Sprung rein. So. Und das hier ist jetzt so knapp, glaube ich, die Goldgrenze. Weil ich glaube, hier werden natürlich auch einige gestorben sein. Genau. Okay, hier nochmal einmal das Windrad. Da gehen wir auch einfach an der Seite, ganz am Rand. Im richtigen Moment lassen wir uns durchfallen. So, und das ist natürlich so gemein. Und da hat es mich bei der ersten Runde auch zerbröselt. Aber jetzt ist es natürlich kein Problem, wenn wir da nochmal das Ganze vorsichtig probieren. So, hier jetzt auch nochmal vorsichtig durch. Seitlich. Und bekommen jetzt die 1250 Meter Pause da dafür. Ich überlege immer schon, ich schaue mir immer genau an, wie die Strukturen an der Seite aussehen. Und überleg, welches Element das sein könnte. Und da sehen wir hier schon die Schwinger. Und den letzten ganz nach oben. Und lassen uns da auch schön durchfallen. Okay. Hier einmal ganz vorsichtig. Oh, das war knapp. Das hätte ich eigentlich anders machen müssen in dem Moment. Also erst Propeller und dann hochgehen oder durchfallen lassen, wenn wir entsprechend den richtigen Moment haben. Hier ganz kurzer Moment oben und Vorsicht. Ja, okay, hat geklappt, perfekt. So, hier auch noch mal ganz vorsichtig durch. Und bei dem lasse ich mich jetzt hier, probiere ich noch mal ein bisschen nach links zum ziehen, und das war natürlich genau der Fehler. Aber 1497 Meter ist, glaube ich, mein zweitbestes Ergebnis im einfachen Bereich hier bei The Pit.
Und ja, schauen wir mal, wie es von der Platzierung her aussieht. Heute habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, bis ich den Button drücke. Komm. Also Platz 16 von 322, das ist nicht der beste Deutsche. Der Jones hat natürlich mal wieder auch zugeschlagen. Aber ja, es ist Top 5%. Ich werde es nachher wahrscheinlich nochmal probieren. Schauen wir mal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns ansonsten dann morgen zur nächsten Daily Challenge oder der Weekly Challenge bei Real Madrid Legend. Bis dann.